Wir sprechen jetzt zunächst über einen deutschen Gewinner des Champions League-Finals. Toni Kroos hat tatsächlich zum 5. Mal bereits die begehrteste Trophäe für Vereinsmannschaften und damit natürlich auch für Spieler gewonnen. Und trotzdem spricht man auch vor allen Dingen über ein Interview, das er zunächst gegeben hat nach dem Sieg, dann aber auch abgebrochen hat bei den Kollegen vom ZDF. Und wir wollen uns das Ganze einmal anschauen. Auch weil es, was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war. Was ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil es so beeindruckend ist. Es ist überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so deutlich geworden, dass Real Madrid war ja in der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen so gut wie weg. Jetzt ist er weg. Ganz schlimm, okay. Ganz schlimm, wirklich. Ja, jetzt ist er weg, sagt Nils Kaben, der Kollege vom ZDF dann. Herr Reif, die Szene, dieses Interview wird groß diskutiert in Deutschland. Darum machen wir das auch hier zum Thema, die mit Abstand meistgelesene Geschichte bei Bild.de. Sind Sie Team Kroos, sind Sie Team ZDF oder Team Salomon? Aber in meinem Alter ist man dann eher Team Salomon, glaube ich. Ich habe ja auch ein paar Interviews gemacht im Leben, in jungen Jahren. Und ich habe ja auch versucht, den Dingen irgendwie gerecht zu werden. Also ich kenne Nils Kaben viele Jahre aus ZDF-Zeiten noch. Das ist einer der liebenswertesten, harmlosesten Kollegen unter der Sonne. Also der wollte Toni Kroos ganz sicher nicht provozieren. Die zwei sind auch noch aus der gleichen Ecke, da oben an der Ostsee. So, was ich eben gerade sagte, einem Ereignis gerecht werden. Darum geht es, wenn du Reporter bist oder Interviewer. Dieses Spiel hätte auch stattgefunden ohne das Interview von Nils Kaben oder ohne, ich habe etwa 1000 Spiele kommentiert. Diese Spiele hätten wahrscheinlich, glaube ich, leider auch stattgefunden, wenn ich sie nicht kommentiert hätte. Es war, irgendwann habe ich begriffen, pass auf, wichtig ist, das ist das Entscheidende. Wirst du dem, was da gerade passiert oder passiert ist im Interview danach, wirst du dem gerecht? Das ist jetzt schiefgegangen, nicht mehr und nicht weniger. Nils Kaben hat nicht den Ton getroffen, den dieses Spiel und dieser Toni Kroos, und zwar Minuten nachdem der auf dem Platz gelegen hatte und nach Luft gejapst hatte, verdient gehabt hätte oder was dem angemessen gewesen wäre. Ich verstehe, dass Toni Kroos dann sagt, pass auf, Das kriege ich jetzt gerade nicht hin. Ich kann mit dir jetzt nicht diskutieren, wer sich wann wo hätte verschieben sollen. Ich bin gerade, Toni Kroos ist der Einzige auf dem Platz, der mehr als 12 Kilometer gelaufen ist. Ich bin gerade 12 Kilometer gelaufen. Ich bin 32 Jahre alt. Dieses war möglicherweise, wie für uns alten Säcke hier bei Real, Modric, Casemiro, Carvajal, möglicherweise die letzte Ausfahrt. Das könnte der Last Dance gewesen sein. Und wir haben gegen eine Mannschaft, die jünger ist, die viel Druck macht, haben wir gefightet und gelitten. Wirklich gelitten auf dem Platz. Als vorbei war, waren die platt. Dieses zu spüren und mehr darauf einzugehen, und Kroos hatte alle Kinder mit im Stadion zum ersten Mal. Sein Bruder Felix habe ich gesehen. Ihm die Möglichkeit zu geben, das alles, diese Emotion, die da drin war, auszubreiten, wäre richtig gewesen. Nils Kaben ist zu früh auf das Sportlich-Analytische gegangen. Und es gibt Momente, da passt das nicht. Dann ist erstmal nur Sentiment und ja, Gefühl. Kölsches Gefühl. Nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen ist das schiefgegangen. Mehr Geheimnis ist da nicht. Toni Kroos hat hinterher noch gesagt, ihm so zugeworfen, negative Fragen, da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst. Da wurde es dann noch ein bisschen grundsätzlicher. Ist das,
in irgendeiner Form so gewesen, dass Kaaben unbewusst bei Toni Kroos so einen wunden Punkt getroffen hat zum Thema Wertschätzung, Anerkennung meiner Leistung bei Real Madrid, meiner Leistung bei der Nationalmannschaft, auch meiner Leistung damals beim FC Bayern? Ja, ganz sicher. Eindeutig ja, mit 3 Ausrufezeichen. Er ist ja er gibt sich ja so oft so kühl. Gut, er ist jetzt erstmal ein Ostsee-Fischkopf, dem musst du manches aus dem Mund rausziehen. Das ist ein ruhiger. Nur, ja klar, hat er das nicht vergessen. Also Uli Hoeneß, mir hätte das gefallen, wenn Uli Hoeneß jetzt, ist ja immer noch Zeit, sagen würde, weißt du was, das, was ich 2021, glaube ich, gesagt habe, der damals schon, hör auf, der Querpass-Toni, hat nicht Uli Hoeneß gesagt, aber das war so die... Uli Hoeneß hat gesagt, sein Stil ist nicht mehr zeitgemäß, er hat in dem Fußball nichts mehr verloren Jahr. Ja, dann hat er noch ein bisschen was gefunden, aber in dem Fußball. Und zwar ein paar Champions-League-Titel, ein paar Meistertitel und eine Anerkennung. In Madrid werden sie, Netzer hat dort gespielt, Breitner hat dort gespielt, Stielike. Sie werden Toni Kroos genau in diese Reihe, wenn nicht sogar ein Stückchen auf dem Sockel höher stellen. Wäre ganz gut, wenn viele... Ich habe das mal gemacht, aber das ist jetzt wurscht. Ich habe gesagt, ich habe mich geehrt in Toni Kroos, in seiner Art Fußball zu spielen. Und zwar massiv. Ich habe nie so in jemanden geehrt wie in ihm. Ja klar sitzt das noch tief, dass man in Deutschland damals Querpass-Toni war, gesagt hat. Und der hat es all diesen gezeigt. Es kostet nichts zu sagen, du, pass auf, wir haben uns geehrt. Ja. Hatten Sie Kontakt zu Toni Kroos nach dem Finale? Ja, ich habe ihm gratuliert, wir haben geschrieben und... Er hat sich dafür anständig bedankt. Also, aber damit habe ich nichts besser gemacht, nichts falscher. Das ist was anderes, als wenn du da runterrennst. Also erstmal dieses Interview, nur mal nochmal Nils Kaaben. Ja, da unten ist Sicherheitskräfte, da musst du erstmal sagen, ja, wir sind aber vom ZDF. Dann, ja, wer, was sind das ZDF? Ja, und dann rennst du da auf den Platz, 1000 Leute, die Kinder sind, der Spieler sind schon da. Und die sind so platt, haben solche Augen, sind noch im blauen Bereich, wie die Langläufer sagen. Und dann rennst du hin und sagst, so, jetzt aber mal Interview, Toni, zack, ja, und dann... Statt mit seiner Mannschaft herumzurennen und das rauszuschreien, das Glück, muss er sich also zum Interview stellen. So, und dann passiert das, was so schief geht. Da ist eine SMS irgendwann um Mitternacht was anderes und sehr viel kostengünstiger. Die Titelsammlung von Toni Kroos könnten wir uns noch einmal anschauen. Wenn man sieht, was er alles gewonnen hat, dann ist man schon noch mal schnell bei diesem Punkt Wertschätzung. Ist das genug? Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem seiner Position, dass wir doch immer wieder uns sehr orientieren an demjenigen, der die Tore erzielt oder der sie unmittelbar verhindert, weil er eben der Heldentorwart ist? Wir gucken uns die Grafik einmal an von den Titeln des Toni Kroos und da ist man erstmal sprachlos. Für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer lese ich es trotzdem einmal mit. Er ist Weltmeister, er ist 5-mal Champions League-Sieger, hat kein anderer Deutscher geschafft. 5-mal FIFA-Club-Weltmeister, 4-mal UEFA-Supercup gewonnen, 3-mal spanischer Meister, 3-mal deutscher Meister, 3-mal DFB-Pokalsieger. Das ist so einmalig, Herr Reif. Es fehlt nur dieser verfluchte EM-Titel. Ja, empfehle dringend noch nach einem anderen zu suchen, der auch nur annähernd so viel gewonnen hat. Das ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Spieler. Punkt. Macht ihn das zum Größten aller Zeiten uninteressant. Jeder zu seiner Zeit war der Größte. Für mich ist er im Moment mit der größte deutsche Fußballspieler. So, was war nochmal die Frage? Ja, die Wertschätzung. Die Wertschätzung. Ja, pass auf, aber Sie sagten gerade, die Tore verhindern, Torhüter, oder die sie erzielen. Also die sie erzielen, würden Sie nicht... Benzema, fragen Sie doch mal Benzema. Fragen Sie mal, was er von Toni Kroos hält. Fragen Sie Luka Modric, das ist einer seiner Mitstreiter da in diesem Gelände. Fragen Sie mal, was so ein Luka Modric, Weltfußballer, mal... was der sagt über Toni Kroos. Fragen Sie mal die anderen. Casemiro hat mir in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, wir spielen beide dasselbe Spiel, wir sind beide gemeinsam auf dem Platz. Der hat immer mehr Zeit und mehr Platz als wir anderen. Ich weiß nicht, als würde für ihn Zeitlupe gelten. Das heißt, ein Gespür für Räume und ein Gefühl für den richtigen Pass zur richtigen Zeit. Takt geben, damit eine Mannschaft... dann vorne kicken, Tore zu erzielen kann, hinten, damit welche glänzen können.
das irgendwann mal zu erkennen, ist großartig. Und nochmal, Real Madrid hält sich den ja nicht, weil sie auch einen Deutschen in der Mannschaft, und jetzt, na, Österreich, Entschuldigung, jetzt habe ich Alaba fast schon angedeutet, weil sie einen Deutschen unbedingt haben wollten, sondern, und über die Jahre und Jahre und Jahre, Marcelo mit 32, jetzt hört auf, er, 32, wenn er sagt, 3-Jahres-Vertrag, oder? Bei Bayern wäre er schon längst. Aber wir müssen über die Bayern noch mal reden. Wir reden jetzt über die Bayern, also. Herr Reif, denn wir haben gerade gesehen, Toni Kroos noch mal bei den schönen Fotos von damals, 2013 mit dem Champions-League-Pokal im Trikot des FC Bayern. Und Karl-Heinz Rummenigge war in unserer Sendung international zu Gast und hat noch mal zurückgeblickt auf die Entscheidung, in 2014 für rund 30 Millionen zu Real Madrid gehen zu lassen. Na gut, es gab immer Gründe. 2014, Toni, sein Berater, hat hohe Forderungen damals an den FC Bayern gestellt. Und diese hohen Forderungen konnten wir seinerzeit nicht so in dem Rahmen erfüllen. Und dann hat Toni eben für sich entschieden, weil der Vertrag auch ein Jahr später auslief, dass er dann unter den Voraussetzungen lieber den Club verlässt und ist dann zu Real Madrid gegangen. Natürlich hat er eine großartige Zeit erlebt. Und ich glaube, er ist gestern zum 5. Male Champions-League-Sieger geworden. Ich würde sagen, er hat alles richtig gemacht, aber Bayern hat auch nicht alles falsch gemacht in dem Transfer, weil wir haben ihn ein Jahr vorher abgegeben, wir haben für die damaligen Verhältnisse sehr ordentliche Ablösesumme noch kassiert, die wir dann anders investiert haben, und trotzdem ist der FC Bayern danach dann noch deutscher Meister oder sogar auch Champions-League-Sieger geworden. Ich glaube, beide Parteien können zufrieden sein, und ich glaube, auch Toni hat eine gute Zeit bei Bayern München erlebt, die ihn auch geformt hat als Menschen, als auch als Spieler. Ja. Tut es den Bayern rückblickend weh oder haben sie ihren Frieden wirklich gemacht mit der Entscheidung 2014? Pep Guardiola war damals Trainer. Ja, und wenn Guardiola gesagt hätte, den will ich haben, und der hat aber damals gesagt, Thiago oder sonst keiner. Also der hat den Thiago als nächsten groß gesehen mit noch mehr Spektrum. Das werden wir erst mal sehen, wenn Thiago so alt ist wie groß. Nochmal, auch Kalle, sag doch einfach, wir haben ihm am Ende nicht das Richtige hinterhergerufen. Der Abschied hätte anders noch sein können. Ja, geh, aber du warst nicht Querpass-Toni. Das, wenn alle, die Querpass-Toni gesagt haben, sagen würden, komm, hör auf, war Unsinn, dann wäre es gut.